Hallo, liebe Kulturinteressierte, liebe Freunde der LOT, vor allen Dingen, wir sind alle ganz traurig gewesen, als dieses Jahr die LOT ausfallen musste wegen Corona. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo es auf Solidarität ankommt. Wir Kulturschaffende müssen zusammenhalten. Und so freue ich mich umso mehr, dass die Verantwortlichen der LOT-Gesellschaft und eben wir von den Heimat-Europa-Filmfestspielen uns entschlossen haben, einen Abend jetzt als Heimatbegegnung Simmern Welcomes the LOT zu veranstalten. Und dieser Abend steht wirklich komplett unter dem Thema der LOT. Die LOT hat die beiden Bands ausgewählt, die zunächst spielen werden. Es beginnt mit Bright Side Delight, das ist Rock und Funk aus Trier. Und dann Lata Gouveia, die machen richtig knackigen Vintage Pop aus Luxemburg. Und das ist eine richtig tolle Zusammenstellung, die schon mal richtiges LOT-Feeling erzeugen sollte. Und das kombiniert mit dem Film 303. Dieser Film ist eine philosophische Liebesgeschichte im Bulli. Ein Roadtrip von hier nach Portugal. Eine junge Frau nimmt einen Anhalter mit, beide sind solo, sie ist eigentlich auf dem Weg zu ihrem Freund und die beiden erleben eine ganz, ganz stimmungsvolle, atmosphärisch leichte Reise, eben wie man sie sich sonst ganz gut auch so auf dem LOT-Gelände vorstellen könnte. Und dieser Film, ja, da passt es natürlich dazu, wenn man im Bulli oder im Wohnmobil kommt, wenn man hat die Gelegenheit, wenn man noch ein Ticket für die Blues Brothers, die im Anschluss kommen, kauft, dann darf man auch mit Bulli oder Wohnmobil auf dem Platz übernachten. Also das wird eine richtig schöne Geschichte und ich freue mich sehr, dass wir die LOT einmal hochleben lassen können. Es lebe die Live-Kultur und kommen Sie unbedingt an diesem Abend, denn Sie unterstützen alle damit. Viel Spaß.